Hallo und herzlich willkommen bei Kassenzone mit Caro. Ich bin Caro Juncker de Neu, ich bin Geschäftsführerin bei eTribes und heute ist bei mir Clemens Uwe Bauer zu Gast. Clemens ist verantwortlich für das E-Commerce-Geschäft bei Rewe. Und als größter Player im E-Food-Markt wollte ich natürlich unbedingt mal seine Perspektive auf den Markt hören. Kassenzone-Hörerinnen wissen, wir lieben E-Food und Clemens gibt uns sehr spannende Einblicke in die verschiedenen Modelle bei Rewe, also den Lieferdienst und auch den Abholservice. Und ich erfahre, was Rewe-Mitarbeitende unter der sogenannten Rouladenregel verstehen. Wir sprechen außerdem noch über die Verticals des Online-Weinhandels von Rewe oder auch Online-Tiernahrung. Und wir sprechen über einen neu integrierten AI-Sommelier auf der Weinfreunde-Seite. Wer bis zum Ende hört, bekommt eine persönliche Weinempfehlung von Clemens und ihr erfahrt sogar, wie ihr eine Flasche Champagner gewinnen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, lieber Clemens, bei Kassenzone mit Caro. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Am besten stellst du dich einmal mit eigenen Worten vor, wer du bist und was du machst. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf diesen Termin. Ich bin Clemens Bauer. Ich bin aktuell bei Rewe beschäftigt. Momentan bin ich verantwortlich für alles, was E-Commerce ist in Handel D quasi in Deutschland. Und das ist insbesondere unser Rewe E-Food-Geschäft. Unser E-Wine-Geschäft mit den Weinfreunden, aber auch zur Royal, unser E-Pet-Geschäft und da auch natürlich unsere vier stationären Stores in Hamburg, die wir heute betreiben. Und ich bin jetzt schon seit knapp 12 Jahren bei der Rewe, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Davor war ich ein bisschen bei L'Oréal für 3 Jahre und dann 5 Jahre lang Strategieberatung bei Boos gemacht, bin dann zur Rewe gewechselt, zwischenzeitlich war ich auch nochmal selbstständig auf Mallorca, dort ein Sporthotel betrieben. Das habe ich 10 Jahre quasi im Nebenjob gemacht, aber momentan voller Fokus auf die Rewe. Das kann ich gut nachvollziehen. Also es ist ein super spannender Werdegang, wie ich finde. Wir haben auch einige Gemeinsamkeiten mit FMCG, Beauty und Beratung. Aber ich glaube, es gibt aktuell im E-Commerce keine spannendere Kategorie als Food. Bei Kassenzone interessieren wir uns dafür auch sehr stark, haben kürzlich mit Knusper gesprochen, mit Picknick. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass du heute da bist. Denn ihr bei Rewe macht E-Com ja schon seit über 10 Jahren. Seid auch nach wie vor Marktführer und insofern freue ich mich total, mal von dir zu erfahren, wie ihr eigentlich auf den Markt blickt. Mein Hintergrund, ich habe mal Secondhand-Designer-Mode verkauft und wir haben es so geschafft, 2 bis 3 Mal pro Jahr die Kundinnen zum Kaufen zu bewegen. Und ich habe immer ganz neidisch in Richtung Food geguckt, weil es ja einfach so eine bedarfsgetriebene Kategorie ist und man das ja regelrecht mindestens einmal die Woche macht. Also ein toller, toller Retention-Case, aber es geht nicht um mich. Erzähl du doch vielleicht mal, ich meine, Rewe ist ein No-Brainer, das kennen unsere Hörerinnen sicherlich, aber trotzdem einmal beschreiben, was macht das Rewe E-Commerce-Geschäft aus, wie sieht es aus und wie blickt ihr aktuell auf den Markt? Ja, also du hast recht. Ja, das ist, glaube ich, eine der schönsten Kategorien im E-Commerce, die man so bearbeiten darf. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich stehe tatsächlich auch jeden Morgen auf und begegne dem Job, den ich jetzt gerade hier machen darf, auch tatsächlich immer wieder mit Demut. Ich freue mich da wirklich drüber, das ist einfach schön. Und warum ist das so schön? Das ist einfach erklärt. Wir sind mit dem, was wir tun, mit den Produkten, die wir tun, wahrscheinlich fast Teil jeder Familie. Ja, wir sind irgendwie immer dabei. Also wir sind irgendwie in deinem Kühlschrank, ne? Und wir sind irgendwie auch bei den Abendessen dabei, bei den Frühstücken dabei und wir sind irgendwie auch bei dem Kindergeburtstag dabei. Und das ist das, was es so anfassbar macht, was es so nahbar macht und was diese Faszination von Lebensmittel, von Food tatsächlich auch ausmacht. Das ist auch für mich irgendwie einer der größten Treiber, warum ich tatsächlich hier arbeite und das mache, weil es einfach sehr schön ist. Man ist sehr nah bei den Kunden dran und man kann immer sehr genau sehen, was wir einfach gemeinsam so tun. So, ich glaube, der E-Food-Markt, wenn man den mal so betrachten möchte, ich glaube, der kommt jetzt in so eine richtig heiße Phase. Das wird jetzt richtig spannend werden in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren. Wir sind in Deutschland wahrscheinlich irgendwo so bei 2,8, 2,9, 3,0% mittlerweile angekommen. Damit haben wir, glaube ich, immer noch Aufholbedarf gegenüber dem internationalen Vergleich. Wenn ich mir die Niederlande angucke, die eher so Richtung 10% geht, dann habe ich da viel Fantasie, dass da noch viel passieren wird. Und diese 3%, ne, die sind ja ungefähr jetzt so, naja, knapp 6,5 Milliarden Euro müsste der groß sein. Ne? Und dazu kommt jetzt noch Markt oder Marktvolumen aus dem Drogeriebereich, aus dem Körperpflegebereich, ne? Da kommt auch Marktvolumen aus dem
Weinsekt- und Spirituosenbereich und natürlich aus dem Heimtierbereich, was ja auch eine super Kategorie ist und mit irgendwie fast 25% Online-Share, wirklich eine total digitalisierte und online getriebene Kategorie ist. So, das ist so die Spielwiese, in der man sich so bewegen kann. Ja. Und ich glaube, wir als Rewe, wir gucken da tatsächlich auf alle Spielwiesen drauf, nämlich auf der einen Seite mit dem Lieferservice und dem Abholservice bearbeiten wir jetzt hier so den Lebensmittel- und den Online-Markt, aber auch den Weinmarkt natürlich, weil das kannst du heute ja beim Lieferservice auch sehr gut bestellen. Dafür haben wir aber auch noch einen spezifischen Fachhändler, die Weinfreunde, mit denen gucken wir sehr stark auch auf dieses Wein-Spirituosen-Geschäft. Und wir haben mit Zoreal etwas, mit dem wir sehr stark den Heimtiermarkt beackern. So haben wir uns da erstmal aufgestellt, sodass wir da relativ komplett erstmal unterwegs sind. Ja, jetzt seid ihr eben schon sehr lange dabei, habt da sicherlich auch einfach einen hohen strategischen Vorteil euch erarbeitet. Also Themen, die andere Wachstumsmodelle, ne, habe ich eben schon genannt, gerade erst anfangen zu bearbeiten, habt ihr im Wesentlichen schon durchgespielt. trotzdem vielleicht mal, also Rewe Online besteht aus dem Versandservice und dem Abholservice. Ist das richtig? Und kannst du mal beschreiben, wie sich das so verteilt? Ja, also die wir denken, dass wir da nach wie vor natürlich in dem Markt ein großer Marktführer sind oder einer der Marktführer sind. Was für uns wichtig ist, ist, dass wir tatsächlich versuchen, mit beiden Services und der Abholservice, da sind wir ja so die Einzigen, die das tatsächlich jetzt irgendwie ernsthaft betreiben, dass wir mit beiden Services versuchen, auch wirklich an den Markt zu gehen. Ne? Warum ist das so? Mit dem Lieferservice erreichen wir heute ungefähr 48-49% aller deutschen Haushalte. Und wenn ich den Abholservice nicht nutzen würde, dann würde ich ja die anderen 49 oder die anderen 50% des Marktes einfach links liegen lassen. Und das wollen wir natürlich nicht. So. Und deswegen ist der Vergleich jetzt erstmal irgendwie natürlich schwierig, ne, zu sagen, wie viel macht das eine, wie viel macht das andere. Mhm. Aber am Ende ist es schon so, dass der Lieferservice momentan noch stärker ist. Aber der Abholservice wächst sehr, sehr stark momentan. Und tatsächlich auch in Gebieten, wo der Lieferservice ist, das zeigt nochmal sehr klar, finde ich, dass der Kunde eigentlich darauf, also eine hohe Verlässlichkeit haben möchte, im Sinne von, ich kann eigentlich immer einkaufen, wo ich will, ja, und jederzeit, wo ich will. Und das ist ja auch total klar. Ich selber, ich nutze ja auch irgendwie den Lieferservice natürlich jetzt sehr intensiv, ja, ist für mich auch ein riesen Zeitersparnis, ja, ich mir das selbst mal ausgerechnet. Also ich spare irgendwie selber so 3-4 Stunden in der Woche, die ich nicht einkaufen gehen müssen. Ich habe 3 Kinder, also insofern muss ich viel einkaufen. Ja, so. Und deswegen ist es irgendwie tatsächlich eine große Zeitersparnis. Aber eben nicht nur den Lieferservice, weil ich auch selber manchmal, wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann bestelle ich über die App und dann hole ich es einfach in irgendeinem Rewe-Markt, stelle ab und es ist in 3 Stunden fertig. Und das ist dann schon convenient. Ja, also ich glaube, du brauchst so ein, das macht uns, glaube ich, sehr, sehr stark, diese Vielzahl an Angeboten, die wir hier in den Markt stellen können, um den Kunden einfach immer wieder einen Service bieten zu können oder immer wieder eben abholen zu können und sehr, sehr verlässlich eben zu sein. Das ist, glaube ich, das etwas, was uns sehr, sehr stark macht. Das kann ich auch nachvollziehen. Es gibt ja schon auch so ein paar kritische Stimmen. Also ein Abholservice ist ja im Wesentlichen nichts anderes als Click and Collect. Und da wird gerne mal unterstellt, dass es so eine Art Krücke ist und sehr von innen heraus gedacht. Aber ich glaube, da vernachlässigt man einfach, dass wir nicht alle in großen Städten wohnen, wie bei mir jetzt in Hamburg, sondern halt durchaus auch irgendwie ganz, ganz, also der größte Teil der Deutschen lebt eben halt eben nicht in urbanen Gebieten. Und da ist es, glaube ich, durchaus relevant. Gewinnt ihr denn durch diese Services neue Kunden oder habt ihr dann eine sehr hohe Überschneidung und es ist sozusagen einfach eine Ergänzung der Vertriebswege? Habt ihr da einen Einblick? Also das ist total spannend, ja. Die Frage ist ja, wie verhalten sich die Vertriebswege untereinander? Ne? Und das, was man sehr stark sieht, ist, je mehr Kanäle du anbietest, desto mehr Umsatz pro Kunde kannst du machen. Mhm. Ja? Und das ist ja ein wichtiges Learning, ne? So, dass du siehst, naja, ich habe meinen stationären Kunden, ne? Und dem biete ich jetzt ein Online-Geschäft an, sagen wir jetzt einen Lieferservice an oder einen Abholservice an. Also beim Abholservice kann er irgendwo anders hingehen, aber beim Lieferservice könnte er ja woanders hingehen. Also wenn ich das nicht mache, dann könnte er ja vielleicht auch weggehen, weil er ja geliefert werden will. Und wenn du dem aber jetzt quasi, ne, den stationären Umsatz nimmst, dann siehst du natürlich, ein bisschen was geht in den Lieferservice, wenn der anfängt online zu bestellen, aber der bestellt dann viel mehr online und in Summe hast du eine viel höhere Ausschöpfung aus dem Kunden, als wenn du jetzt nur stationär anbietest. So, und das ist doch der entscheidende Hebel. Ne? Je mehr ich also anbiete,
desto mehr bekomme ich eben Share of Wallet, wie wir so schön sagen, von dem Kunden. Und das geht auch die andere Richtung. Ja, also es gibt auch Kunden, die fangen natürlich online an und werden dann zu stationären Kunden, also werden dann zu Rewe-Gesamtkunden. So, und das ist die wichtige Botschaft. Ja, die wichtige Botschaft ist, du musst auf den Kunden als gesamtheitlich gucken und nicht in getrennten einzelnen Silos, ja, sondern du musst den gesamtheitlich gucken. Und das ist das, was am entscheidenden, also das ist das, was die Schönheit dieses Businesses ist. Ja, je mehr Kanäle du anbietest, desto mehr Umsatz kannst du tatsächlich mit dem Kunden auch machen. Ja. Und seht ihr Unterschiede im Einkaufsverhalten? Vielleicht, also wird online anders eingekauft als in euren Filialen? Ja, der Bon ist sehr unterschiedlich. Ne? Also im Online, da gucken wir auf einen Bon von deutlich über 100 Euro. Und das sehen wir im stationären Geschäft nicht, bei weitem nicht. Ja? Das heißt, der Online ist tatsächlich doch noch stärker ein sehr geplanter Einkauf, ne? Und ein Wocheneinkauf. Ich mache mir vorher Gedanken, ich gehe strukturiert meine Liste durch, ich gehe strukturiert meine favorisierten Produkte durch. Und daran siehst du, dass die Kunden das tatsächlich genauso auch wertschätzen und dann eben auch zusammen einkaufen. Ja, ja. Spannende Kennzahl, die du gerade genannt hast. Dann ist sie ja tatsächlich auch dreistellig, der durchschnittliche Warenkorb. Ich glaube, das schaffen fast keiner außer euch oder nur die allerwenigsten. Das ist ja auch einer der Erfolgsfaktoren, wie man es irgendwann schafft, E-Food profitabel zu gestalten. Wir wissen von anderen Playern, dass sie in Teilen, in einzelnen Standorten schon profitabel sind, aber wesentliche Treiber sind vor allen Dingen Marketingkosten, niedrige oder eben die Höhe der Warenkörbe und der Grad an Automatisierung. Jetzt macht ihr das schon so lange. Beschreib doch mal vielleicht aus deiner Sicht, was sind denn die Erfolgsfaktoren, damit man das zukünftig profitabel gestalten kann? Oder was habt ihr gelernt in den letzten 10 Jahren? Ich glaube, man muss es zweiteilen. Ja? Das Erste ist, du brauchst eine verdammt gute Customer Retention. Mhm. Ja, so, das ist erstmal das Allererste. Ne? Weil Umsatz heilt erstmal alle Probleme. Das ist schon mal gut. Ja, oder viele, nicht alle, aber viele Probleme. Ja? Ja. Also brauchst du erstmal eine gute Customer Retention. So, woher kommt die Customer Retention? Die kommt am Ende immer aus dem Sortiment und aus der Preis-Leistungs-Sicht der Kunden und natürlich aus der eben besprochenen schon Verlässlichkeit. Ja, also ich muss, weißt du, wenn ich mein Handy rauskrame, ja, und gucke und sage, Mensch, jetzt gucke ich mal, ob ein Slot da verfügbar ist und ich habe irgendwie einen Slot erst morgen Abend oder ich habe irgendwie einen Slot erst übermorgen oder so, dann ist das genau das, was nicht verlässlich ist. Ja, also du brauchst ja dieses Gefühl, bei der Dichte an Supermärkten, die wir heute hier in Deutschland haben, da wartet keiner 48 Stunden gerne auf eine Lieferung, sondern der möchte das schneller. Also Verlässlichkeit ist, glaube ich, irgendwie durchaus entscheidend. Und das Sortiment ist etwas, da musst du natürlich auf der einen Seite alles das liefern können, was irgendwie also preislich relevant ist. Ja, Deutschland ist nach wie vor ein Preismarkt. Ja, du musst ein gutes Set an Artikeln haben, die auf dem deutschen Preisniveau sind, die du überall genauso findest. Das sind bei uns irgendwie fast 3.500 Tiefpreisartikel, die kriegst du in Deutschland erstmal, außer sind jetzt irgendwo massiv in Aktion, kriegst du erstmal nicht günstiger. Ja, so, also du musst preislich extrem relevant sein. Du brauchst ein starkes Loyalty-Programm, Mengenrabattierung sind Themen, ja. Also du musst da irgendwie interessant sein. Und du brauchst das, was wir nennen, Wow-Sortimente, ja. Du musst schon begeistern. Und das kannst du auch. Ja, das kannst du auch. Und das ist ja auch das, was uns als Rewe immer total stark macht. Das sind Sortimente eben, die du sonst nirgendwo findest, ob das jetzt regionale Sortimente sind, ob das jetzt ein ausgeprägtes Bio-Sortiment ist. Ich gebe dir noch eine Kennzahl als Beispiel. Unser Bio-Anteil im Obst und Gemüse ist deutlich über 40%. Ja, eigentlich 50% im Fleisch, Haltungsstufe 3, Haltungsstufe 4, irgendwie deutlich über 50%. Ja, das ist sensationell. Ja, das sind aber Dinge, die ja dann Spaß machen und die auch die Kunden tatsächlich dazu bewegen und sagen, ich kaufe da jetzt wieder ein. Weil das sind genau die Produkte, die ich habe. Ich habe auf der einen Seite eben die Tiefpreisartikel, auf der anderen Seite aber auch die Themen, die mir Spaß machen, also die ich gerne haben möchte. Und wenn man von der Customer Retention, das ist auf der einen Seite mal so ein bisschen so zu den Infrastrukturthemen, die Profitabilität treiben, gerade nochmal rübergeht, dann ist der Transfer von dem einen zum anderen natürlich, genau wie du gesagt hast, der Durchschnittsbon. Und je höher der Durchschnittsbon ist, desto besser ist es schon mal. Ja, das ist doch total klar. Und der Punkt ist, was dabei entscheidend ist, ist gar nicht die Frage, ehrlich gesagt, wie viel Stops ich mache. Manchmal, also in der Presse und in der
eine Diskussion, eine Fachdiskussion ja schon immer wieder so, da halten sich auch manchmal immer so Lebensmittelmärchen, ja, die da so erzählt werden. Und dann wird auch oft immer gefragt, Clemens, wie viele Stocks macht ihr denn jetzt eigentlich? Ja, so, das ist natürlich irgendwo eine relevante Kennzahl, aber sie ist eigentlich nicht entscheidend, weil entscheidend ist, wie viel Umsatz mache ich pro Stunde mit dem Fahrer und dem Fahrzeug. Das ist die entscheidende Kennzahl. Und ob der jetzt dreimal hält, viermal hält oder viereinhalbmal hält, ist relativ Wurst. Und ich glaube, das ist etwas, da entscheidet sich tatsächlich die Profitabilität. Zweiter Punkt auf der Infrastrukturebene ist, wenn du jetzt einmal überlegst, wo baue ich mein Lager und wie baue ich das? Ja, und da sehen wir ja unterschiedliche Dinge international und national. Ne? Wir haben Player, die bauen große Lager irgendwo auf der grünen Wiese und erweitern diese Lager dann mit vielleicht einzelnen Hubs. Ja, mhm. Das sind dann Lager, die können schon 10, 12.000, 15.000 Orders pro Tag machen. Ja, so ein riesiges Skalenvorteil natürlich. Ja, und wenn ich die dann muss ich sie auf der grünen Wiese bauen, dann muss ich sie aber irgendwie in die Hubs bringen. Ja, also die Ware in die Hubs bringen, muss dort nochmal umschlagen und dann quasi ausliefern. Das macht dich in Summe etwas unflexibel, ja, und etwas langsamer. Also damit wirst du nicht oder wird dir es schwerer fallen, einen höheren Same-Day-Anteil zu generieren. Ja, hm. Und das ist etwas, was wir sehen. Alternativ dazu kannst du natürlich kleine Hubs bauen, ja, in den Städten kleine Stores bauen. Das wäre das andere Extrem. Wenig Skalenvorteile, dafür aber sehr nah in der Stadt. Da kannst du ein sehr schnelles Quick-Commerce aufbauen. Aber da haben wir ja in der Vergangenheit jetzt ja gesehen, dass so dieses Rapid-Quick-Commerce, dieses Ultra-Quick-Commerce, ja, irgendwie in 5 Minuten geliefert oder in 10 Minuten geliefert, dass sich das nicht getragen hat und dass das sehr, sehr schwer ist und dass wir dort eigentlich das Thema jetzt auch in den Werbebotschaften wieder so ein bisschen zurückgedrängt sehen. Ne? Hm. Da gibt es irgendwie die Mischung, mittelgroße Warehouses. Ja, das ist ein Setup, was wir zum Beispiel haben, mittelgroße Warehouses, stadtnah, ja, die aber eben nicht die ganz großen Mengen machen können, aber dafür hast du dann eben mehrere. Da haben wir auch Player, die genau so agieren. So, das erscheint für mich momentan eins der vielversprechendsten Setups zu sein, weil du du kannst auf der einen Seite eben Skalenvorteile generieren in dem Gebäude, in dem das eben da ist. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch sehr schnell, sehr flexibel agieren. Ja, so dass ich glaube, dass diese Infrastrukturdiskussion tatsächlich ein Stück weit in diese Richtung gehen wird. Und wir dort eine ein Stück weit dezentralere Struktur sehen, aber jetzt nicht in dem kleinsten Teil, aber schon irgendwie dezentral organisiert. Und von dort aus sehr schnell und sehr gut geliefert. So, ich glaube, das ist so dieses Infrastrukturthema, was glaube ich durchaus spannend ist. Jetzt ist die Frage, Automatisierung ja oder nein? Mhm. Spannende Frage. Da gibt es mehrere auch, wenn wir so angucken, gibt es ja super viele schöne, möglich, ob das jetzt ein Autostore ist, ob das jetzt ein Whiteclick ist, ob das jetzt ein System ist, was Oda entwickelt hat. Das sind ganz spannende Modelle, die dort sind. Ja, ich habe da persönlich eine Meinung, in welche Richtung das gehen wird. Automatisierung ist wichtig. Es wird nicht der alleinige Treiber der Profitabilität sein. Das ist auch klar. Es ist nicht der alleinige Treiber der Profitabilität. Aber es wird sehr, sehr wichtig sein. Und zwar aus zwei Gründen. Es senkt die Kommissionierkosten ein Stück weit. Und vor allen Dingen macht es dich sicherer und störungsanfälliger gegenüber den Mitarbeitern, den wir dort haben. Mhm. Also bis auch noch ein guter Punkt ist für dezentralere Lagerstrukturen dort besser Mitarbeiter zu bekommen in den Städten. Und eure Filialen, ich meine, das liegt irgendwie gefühlt, wenn man sich damit beschäftigt, von außen auf der Hand, dass man die doch theoretisch auch nutzen könnte als eine Art von dezentralen Lager, um so ein, nicht Quick-Commerce, aber zumindest Same-Day-Commerce-Modell noch stärker zu vereinfachen. Oder sehe ich das falsch? Ja, das ist eine spannende Frage. Da crashen dann aber immer auch Operations und Operations aufeinander. Ne? Also du willst ja auf der einen Seite irgendwie dem Kunden eine schöne Einkaufsperspektive geben. Ne? Also ich will da durch den Markt laufen und dann will ich da auch ein bisschen gucken und dann will ich auch ein bisschen stöbern und ein bisschen was sehen. Das macht da auch total viel Spaß. Aber weißt du, wenn du da jetzt noch ein großes E-Commerce-Geschäft reinpackst, ja, dann fängst du schon an, das hatten wir früher mal, dass wir aus den Märkten gepackt haben, da fängt man an,
wie viele Bananen sind denn jetzt hier fürs E-Commerce reserviert? Ja? Und wie viele Bananen kann der Kunde denn noch mitnehmen? Also da fängt es schon an, spannend zu werden. Das kann man alles organisieren. Das stört aber irgendwann dann die Operations von dem einzelnen Store. Und ich muss dann auch ganz ehrlich sagen, in so einem großen Store, also wenn man in eine große Filiale geht, dann oder in einen großen Markt geht, dann wird es auch irgendwann nicht mehr effizient. Ja, dann sind die Laufwege zu lange. Das heißt, man muss sich dann eher schon kleinere Märkte aussuchen, ja, damit der Picker dann auch schnell ist und gut laufen kann. Ich glaube nicht, dass das die Lösung sein wird, wie wir die beiden Geschäftsmodelle noch näher aneinander kriegen. Aber es ist mit Sicherheit ein Teil dieser Lösung. Es ist nicht die einzige Lösung, aber mit Sicherheit ein Teil dieser Lösung. Und am Ende ist der Abholservice nichts anderes. Ne? Abholservice ist, du bestellst heute, in 3 Stunden hat der Markt das gepackt und dann gehst du da hin und holst dir das ab. Ja. So, im Stadtgebiet ist das super. Ja, absolut. Du hast jetzt gerade schon Oda angesprochen. Ich meine, in dem Markt ist ja super viel Bewegung, haben wir auch schon drüber gesprochen. Es gibt erste Konsolidierungen, Bringmeister gibt es nicht mehr, die Quick-Commerce-Player, also Getir vor allen Dingen hat sich zurückgezogen. Ihr habt jetzt eine super starke Brand mit Rewe, wo man davon ausgehen würde, dass es auch einer eurer sehr strategischen Vorteile ist, dass ihr eben einfach eine sehr hohe Markenbekanntheit habt. Und ich glaube auch, dass so diese Bewegung im Markt, da steckt ja auch viel Geld dahinter in den einzelnen Mitbewerbermodellen, euch schon auch gut tut, weil das Thema E-Food dadurch einfach belebt wird und ihr ein wesentlicher Teil davon seid und somit, glaube ich, auch davon profitiert. Trotzdem die Frage, also meine Annahme wäre, ihr müsst fast keine Kundenakquisitionskosten ausgeben im Sinne von Marketing, weil ihr eben schon so eine starke Marke habt. Oder ist das nicht so, weil ihr eben auch aktuell viel Wettbewerb habt? Also das stimmt so, ne? Also die Rewe, die hat eine Markenbekanntheit, die liegt irgendwie bei 98% oder 99%, ne? Also das ist der große Vorteil. Wir haben dort eine sehr starke Marke, die ist sehr stark klar positioniert, hat schöne USPs wie Regionalität, wie Lokalität, auch getrieben durch unsere vielen Kaufleute. Das ist etwas, auf dem wir tatsächlich aufsetzen können. So, was wir in den letzten Jahren sehr stark gemacht haben, ist den Menschen auch zu erklären, du kannst auch online bestellen. Ja. Und jetzt ist das ja so, dass auch mit dem neuen Loyalty-Programm, was wir am 1.1. wir auch launchen werden, noch mehr Fokus auf unsere App ist. Und unsere App ist ja auch genau der Hebel, mit dem wir auch bestellen können. Insofern mache ich mir jetzt um Kundenakquise tatsächlich irgendwie aus unserer Sicht jetzt weniger Sorgen. Es geht vielmehr darum, den Menschen zu transportieren, was ist denn der Vorteil davon? Ne? Also du hast irgendwie super Preise. Du hast irgendwie eine Zeitersparnis von irgendwie 3-4 Stunden in der Woche, ja, wenn du zumindest überstehst. Du hast sensationelle Sortimente, die dort verfügbar sind, ja. Und diese Logik natürlich irgendwie nach vorne zu treiben und auch den Kunden immer wieder zu erklären, kannst du machen, kannst du bei uns bestellen, musst nicht zu dem Wettbewerb geben. Das ist, glaube ich, eher die Kunst. Lebensmittel ist ja ein total regionales Thema, also nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch einfach sozusagen, also es gibt wenige Player aus dem Ausland, den es hier bei uns vor Ort gibt. Trotzdem gibt es ja spannende Modelle im Ausland. Also ich denke an Ocado oder auch Instacart. Habt ihr da Modelle, die euch inspirieren oder so internationale Vorbilder? Also wir gucken uns tatsächlich viele an. Ich finde, Ocado ist ein total spannendes Beispiel, ne? Sehr großes Sortiment und auch mit sehr vielen Spezialitäten. Also die haben das Thema Auswahl nochmal auf eine ganz neue Ebene gehoben. Ich glaube, das ist etwas, was man sich gut als Vorbild nehmen kann, mit allen Komplikationen, die so ein großer Longtail eben dann auch mitbringen. Ne? Du siehst, was ich mega spannend finde, ist, wenn ich so manchmal rüber nach die Niederlande gucke, nach Ahold oder Ahold-Jays gucke, da sehen wir Convenience, ja, super viel Convenience und wirklich in einer Variation und in einer Ausprägung, die sensationell ist, die macht einfach Spaß. Ne? Ich freue mich da selber immer drüber, wenn man Pennemit ein bisschen Hähnchen bekommt und das in die Mikrowelle schmeckt und man merkt danach, es schmeckt sogar richtig lecker. Ja. Ja? Also, ne, normal hat man das Gefühl, weiß ich nicht, aber das schmeckt dann richtig lecker. Das sind dann schon Sachen, wo ich sage, wow, das ist cool, ne? Wenn du irgendwie eine frische Bowl bestellen kannst. Das sind schon Sachen, die finde ich sehr, sehr fantastisch. Ja, ja. Sind das auch ist das ein Teil eurer Wachstumshypothese? Weil was ich jetzt auch gelernt habe, also das Wachstum bei anderen Playern wird aktuell primär getrieben durch neue Standorte. Aber das habt ihr ja auch schon durchgespielt, weil ihr seid, glaube ich, in über 80 Standorten oder sowas in Deutschland schon verfügbar. Wie könnt ihr denn noch wachsen auf dem Level?
Ja, wir haben die letzten Jahre sehr, die letzten 3 Jahre haben wir extrem expandiert. Wir haben nochmal 7, 8 neue Lagerstandorte aufgemacht oder beziehungsweise umgebaut. Und das Wachstum nehmen wir natürlich jetzt zum Teil auch mit. Das trägt uns auch momentan mit sehr, sehr schönen und sehr, sehr hohen Wachstumsraten. Und was wir immer noch besser machen müssen oder immer noch besser machen können, ist das Thema Customer Retention, ja, oder Customer Focus, ja, im Sinne von Sortimente weiterentwickeln, im Sinne von Verlässlichkeit weiter aufbauen. Wir haben jetzt einen der größten Pain Points, finde ich, jetzt irgendwie für uns weggenommen, und unsere Kunden haben uns immer wieder gespiegelt, haben gesagt, das mit der Tüte, ne, mit dieser Papiertüte, ne, das nervt ja ohne Ende, ja. Und ich habe mich immer gefragt, ja, ja, gut, also ich habe dann immer entweder weggeworfen oder da Altpapier drin gesammelt oder so, aber das war tatsächlich für viele Kunden ein echter Painpoint. Weil jetzt auch gewechselt, wir liefern jetzt seit Anfang Juli quasi flächendeckend in Deutschland mit der Mehrwegtüte aus. Das funktioniert also auch sehr, sehr gut, und da bin ich auch ganz dankbar dafür. Die Kunden nehmen das sehr, sehr gut an. Insofern ist dieser Painpoint jetzt auch weg, und darum geht's. Ja, es geht darum, quasi immer wieder einzelne Punkte eben wegzunehmen, um damit eben Customer Retention weiter voranzutreiben. So, ich glaube, das zählt so für den Lieferservice, ne? Und beim Abholservice ist das ganz ähnlich. Da sind, weißt du, da sind ja das Entscheidende beim Abholservice sind ja tatsächlich die Mitarbeiter im Markt. Ja, so der das Sortiment ist irgendwie total klar. Das haben wir irgendwie, das ist das, was es im Markt gibt. Preispositionierung ist auch total klar. Und jetzt geht es darum, dem Kunden da wirklich eine saubere Customer Journey anzubieten. Ja, und da sehen wir, wenn wir jetzt international gucken, du hast in Frankreich teilweise Modelle, da, das ist sensationell, ja. Da kannst du quasi mit deinem Auto wirklich vorfahren, ja, und fährst, zeigst am Eingang, bevor du da bist, zeigst du deine App, ja, scannst du das einmal, dann weiß das Lager, wunderbar, du kannst also jetzt kommen, und der Kunde kommt und parkt, und wir holen die Sachen schon mal raus, dann läuft einer sofort los, ne, holt die Sachen aus, und 3 Minuten später steht er bei dir im Auto. Und jetzt kommt's, ja. Machst du den Kofferraum auf, er legt dir die Sachen da rein, und Achtung, dann zeigt dir der das Obst und Gemüse, was er für dich gepickt hat. Sagt er also, das habe ich für dich gepickt. Ist es in Ordnung, willst du das haben? Dann sagt der Kunde, ja, das ist gut, aber die Banane vielleicht nochmal. Dann läuft er zurück und holt eine neue Banane. Das ist ja eine Customer Journey, wo ich sage, ja, das fängt ja schon, also das ist ja dann, das kribbelt, ne? Das ist ja toll. Ne? Also ich glaube, die Menschen im Abholservice und die Mitarbeiter und auch die Prozesse, die wir dort bauen können, die werden da den Unterschied machen. Und ich kann dazu eine Geschichte erzählen. Kennst du die Rouladenregel? Nee, habe ich noch nichts von gehört. Ja, die Rouladenregel ist gut. Also ich war letztes Mal auf einer Markttour, und dann hat mir eine Mitarbeiterin von der Rouladenregel berichtet. Und das ist so, also wenn die eine Bestellung bekommen und da ist eine Roulade dabei, ne? Das ist so ein symbolisches Beispiel, eine Roulade dabei, dann rufen die den Kunden an, sagen, hör mal, du hast eine Roulade bestellt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Kein Mensch auf der Welt macht eine Roulade. Die macht man zu 4 oder zu 6 oder zu 8, ja, aber doch nicht eine Roulade. Und da hat die Kundin gesagt, ja, stimmt, das ist richtig. Da habe ich mich vertan. Und ich glaube, das macht tatsächlich auch den Unterschied. Ja, also wenn du solche Mitarbeiter hast, die so darüber nachdenken und sagen, das kann irgendwie nicht sein, ich rufe den Kunden mal lieber an, ich pick den im Loch mal lieber 4 Rouladen, dann habe ich persönlich Tränen in den Augen vor Freude. Das kann ich nachvollziehen. Eine sehr schöne Anekdote. Vielen Dank fürs Teilen. Du hast ganz am Anfang auch noch andere Modelle angesprochen, nämlich E-Wine und E-Pet, also eben Weinhandel und Tiernahrung. Unter anderen Marken, aber eben nicht unter Rewe. Warum macht ihr das? Braucht es da tatsächlich so spezialisierte Player, oder was steckt da dahinter? Also das, wir haben das ursprünglich mal angefangen, weil wir gesagt haben, was sind denn die größten Kategorien, die uns, die online abwandern werden? Und wir haben damals natürlich Food als solches gesehen, damit natürlich dann auch ein Stück weit den Drogeriemarkt, ja. Und wir haben aber auch Wein und Tiernahrung gesehen. Und ich glaube, bei Wein und Tiernahrung, ich sag glaube ich, Online-Anteil bei Tiernahrung 25% und Wein eher Richtung 15%, 16%. Ich glaube, damit haben wir sehr, sehr viel Recht gehabt, ja, das dort zu investieren. So, und dann sind wir auch damit gestartet. Und man muss aber sagen, wir haben dann die Geschäftsmodelle auch immer wieder angepasst, auch immer wieder auf die Wettbewerbssituation angepasst. Weil natürlich Tiernahrung jetzt durchaus auch ein herausfordernder Markt ist. Ja, da haben wir sehr, sehr starke Player auch im Markt, die den
die ihren Job da auch sehr, sehr gut machen. Und da muss man schon sehr sich anstrengen, um sich da so ein bisschen reinzumogeln in diesen Markt, ja. Aber geradezu Royal ist für mich durchaus einer der Hidden Champions im Omnichannel-Geschäft in Deutschland, ja, muss man klar sagen. Also das hat mittlerweile ein starkes Online-Geschäft, es hat ein extrem starkes Eigenmarkengeschäft unter der Marke Zoreal, aber auch unter allen Subbrands, die Kollegen dort führen. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir versuchen, auch ein Omnichannel-Geschäft noch stärker aufzubauen. Wir haben jetzt 4 Stores in Hamburg aufgemacht, echte physische Stores. Mhm. Die muss man auch mal gesehen haben. Sensationell. Ja, also sie sind wirklich schön. Es ist eine Augenweide, da reinzugehen. Und wir sind jetzt, denke ich, dabei, auch zu gucken, wie wir dieses Konzept auch weiter skalieren können. Ja, in der Theorie klingt das ja so, dass ihr dadurch, dass ihr das jetzt nicht unter der Rewe-Brand initiiert habt, sondern unter anderen Brands, so ein bisschen so, dass ihr da auch mal Sachen ausprobieren könnt, die ihr dann potenziell sicherlich auch, wenn ihr was gelernt habt, in Rewe überführen könnt. Ist das denn in der Praxis wirklich so oder ist das, habe ich mir schön geredet? Nee, das ist genau so. Also du siehst heute, siehst du jetzt zum Beispiel bei Zoreal, die ganze Marke, die Eigenmarke Zoreal, die hat die Eigenmarke im Rewe komplett ersetzt, die ursprüngliche, und ist jetzt ja quasi so in die Skalierung gekommen. Ja, also da ist die Marke von online in den Markt gewandert. Und bei Weinfreunde erleben wir gerade dasselbe. Ja? Der Weinfreunde ist ein wunderschönes Geschäftsmodell. Wir machen mit Winzern zusammen Wein und stellen die dann oder verkaufen die dann quasi direkt. Ja, da ist also niemand mehr dazwischen. Wir machen also machen unsere eigenen Weine mit den Winzern zusammen, bauen die und designen die Flasche und dann bringen wir die direkt in den Verkauf, ohne dass da irgendjemand noch dazwischen ist. So, und da siehst du auch, dass wir immer mehr Weinfreunde Weine in den Rewe-Märkten haben. Und da sieht man sehr klar, da ist Weinfreunde schon so die Erkennungsmarke. Ne? Die hat ja so einen kleinen violetten Sticker auf der Flasche. Da weiß der Kunde immer ganz genau, das ist ein Weinfreunde-Wein. Und den kann man eigentlich, also für dich, immer bedenkenlos nehmen. Ja? Also da gibt's da zum Beispiel, haben wir jetzt gerade einen neuen Wein gemacht, der Kruger Ruf. Das ist ein Weißwein, den muss man kaufen. Ja, das geht gar nicht anders. Der schmeckt so lecker, den muss man kaufen. Kann ich nur jedem empfehlen. Das ist das Beste für die Sommerterrasse. Ja, das muss man auf jeden Fall einmal ausprobiert haben. Sehr spannend. Du musst mir den Namen gleich nochmal schicken, dann packen wir den Wein in die Shownotes. Kann man sich das nochmal anschauen im Nachhinein. Wein ist auch eine coole Kategorie, mega, mega beratungsintensiv. Und meiner Zukunftshypothesen ist ja das Thema Conversational Commerce. Ich glaube, dass der Einsatz von Chatbots, ob es jetzt Texteingabe oder Spracheingabe, ein absoluter Gamechanger sein wird, gerade in solchen Kategorien. Es gibt ja in Deutschland aktuell sehr wenige Modelle. Primär werden sie auch im Fashion-Bereich ausprobiert, weil das ja eine Kategorie ist, die relativ weit vorne ist und sehr weit entwickelt, was User Experience angeht. Aber Fashion ist jetzt gar nicht so ein krasser Beratungscase wie aus meiner Perspektive Wein. Jetzt hatten wir das Glück, dass wir mit euch gemeinsam auch an einem Chatbot entwickelt haben. Magst du mal erzählen, was da dahinter steckt? Genau, also die Frage ist ja immer, das trifft ja jeden von uns, ne? Du stehst vorm Weinregal, du siehst irgendwie die Masse an Wein, ne? Und was macht der Weinfachhändler, ne? Wenn du jetzt irgendwie den Weinfachhändler gehst, der sagt, jetzt probierst du mal den oder probierst mal den. So, dann hat er durch seine Erfahrung, ne, das, was wir zum Beispiel auch im Kölner Weinkeller machen, ne? Da gehst du da rein, da hast du dann die Weine, irgendwann kennt der Mann dich und dann weiß er genau, pass auf, dann machen wir das und dann ist die Sache erledigt. So, da musst du dir keine Sorgen darüber machen. So. Online ist das aber schwierig. Was haben wir früher mal gemacht? Es gibt da 2 Modelle. Du kannst entweder, kannst du das über, sag mal, Bewertungen machen, ja, über Kundenbewertungen machen und dann kann man dann Kriterien finden oder über die gute alte Filterlogik. Ne? Aber alles jetzt noch nicht so, wo man sagt, naja, das ist ja noch nicht so super cool. Also sind wir hingegangen und haben gemeinsam einmal überlegt, wie kann man eigentlich Weinkompetenz mit ein bisschen KI auch irgendwie online bringen. Ja, und da haben wir einen Piloten gemacht, einen Test gemacht, den kann man auch jetzt auf weinfreunde.de schon sehen. Und zwar ist das es fühlt sich an wie ein Chatbot, ja, ist aber eigentlich ein echter Weinsommelier. Ja, und wenn man wenn man dort mal Fragen eingibt, was für ein Wein passt zum Beispiel zu einer Roulade oder welcher Wein duftet nach Lavendel, dann kann diese Technologie tatsächlich diese Antworten finden
und sie auf das verfügbare Angebot bei Weinfreunde mappen, greift aber auf millionenfach Datensätze zurück, über Weinwissen, weil es in Summe auf der Technologie von ChatGPT basiert und damit also quasi das gesamte Weinwissen. Das heißt, ich kann auch sagen, ich habe irgendwo einen Wein gesehen, was schmeckt denn ähnlich? Ja, und dann sagt mir die Software oder sagt mir die Technologie, nein, dann probierst du mal eine Carrera Frati. Ja, und das sind Dinge, das ist total spannend zu sehen. Ja, und das haben wir jetzt einmal auf der Webseite integriert. Und was haben wir gelernt bis jetzt? Das ist noch relativ neu. Das haben wir gelernt bis jetzt. Die Kunden nutzen es genauso, wie wir gedacht haben. Ach was? Die Kunden nutzen es genauso, wie wir gedacht haben. Die stellen da ihre ehrlichen Fragen. Also ich habe gerne immer so einen trockenen Rotwein, süß sollte nicht sein, aber ich will auch nicht so großen Kopfschmerzen haben, also irgendwie besser wenig Alkohol. Und was kannst du mir denn da empfehlen? Und außerdem mag ich eigentlich immer so die Nuance nach Vanille. Ja. Und diese Fragen kann man tatsächlich stellen und da kriegt man auch eine vernünftige Antwort drauf. Ja. Und wir haben das ja auch gemeinsam jetzt irgendwie hoch und runter getestet. Ja. Was wir noch nicht integriert haben, ist so, dass man die Logik von Kundenservice und so, das ist alles in den Piloten noch nicht mehr drin. Aber das Thema Wein und Weinempfehlung ist, glaube ich, wirklich exzellent abgedeckt. Und ich würde auch wirklich sagen, du kannst den Bot kaum austricksen. Ja, also ich habe alles möglich probiert. Ich habe es nicht geschafft. Ja, und ich kann nur sagen, also ich wette mit allen Zuhörern, ne, der Erste, der mir wirklich irgendwie was schickt, wo er diesen Chatbot wirklich sinnhaft ausgetrickst hat, der kriegt von mir eine Flasche Champagner. Ja, das ist richtig gut. Die Wette gehe ich ein. Ja. Ja, das ist total erstaunlich, dass alleine nur durch die Integration von diesem Winzerwissen dieser Erfahrung schon so drastisch anders wird, ne? Im Vergleich zu diesen klassischen Filterlogiken, mag ich lieber weiß oder rot und lang jetzt dann ja eigentlich schon in die Rebsorte, wo ganz viele, die sich nicht so gut mit Wein kennen, ja auch dann raus sind, weil man eben nicht weiß, ob es der Chardonnay ist oder doch Sauvignon Blanc. Aber das Ganze kann ja noch viel, viel, viel weitergehen. Also mir macht das auch total Spaß, darüber nachzudenken, alleine mal das Kundenkonto zu integrieren, um sozusagen nochmal ein Match herzustellen mit vorherigen Bestellungen oder Lagerinformationen, Margeninformationen. Wo siehst du denn das ganze Thema eigentlich hingehen? Das kann man ja theoretisch auch bis in die stationären Geschäfte denken. Das ist so, ne? Das ist dieses ganze Thema Order by Voice oder Conversational E-Commerce. Das ist genau spannend, ne? So, und jetzt, das hat, glaube ich, auch jetzt mehrere Dimensionen, ne? Auf der einen Seite, wenn du wirklich im Markt stehst, ne? Und hast dann dein Handy dabei und dann sagst du einfach, du, also ich mag den Wein, ich bin jetzt in diesem Markt. Welcher Wein, den ich mag, ist denn hier verfügbar? Wer kommt denn da so am nächsten dran? Ne? So. Und das müsste, technisch gesehen ist das ja möglich. Ich brauche Bestandsdaten, ich muss wissen, was da in dem Markt ist. Aber das sind alles Daten, die verfügbar sind. Und wenn du dann natürlich die Logik hast, die KI dann diese Weine bewerten kann und dir sagen kann, da musst du hin, dann ist das ein sensationeller Use Case. Ne? Weil natürlich steht jeder Kunde erstmal verloren vom Supermarktregal und sagt, boah, wo steht's hier eigentlich hin? Na, da kannst du Schilder aufhängen, wie du willst, aber sowas wäre natürlich schon sehr, sehr gut. Ja, und das, glaube ich, ist ein sehr spannender Use Case. Ne? Und das andere ist natürlich, glaube ich, dass in dem Order by Voice schon sehr viel Magie ist. Ja, also wenn ich im Auto bin, ich fahre eine halbe Stunde und sage einfach, Mensch, ach, die Freunde kommen, kannst du bitte Wein bestellen? Und das funktioniert dann einfach, dann ist das etwas, was schön wird, ja. Total. Habt ihr denn noch weitere, so eher in der Zukunft liegende Themen, die euch aktuell beschäftigen, von denen du schon ein bisschen was berichten kannst? Also wir haben vorhin auch über Profitabilität gesprochen, ne? Und ich glaube, gerade so in der Automatisierung von Picking, aber vielleicht auch in der Auslieferung, das sind spannende Themen. Wir haben dort in unserer Tochter Iki, da gibt es einen sehr, sehr schönen Case, wo wir tatsächlich autonom ausliefern können schon. Das heißt, der Kunde bestellt dort in einem Iki-Markt und da gibt es via einer App, die von Last Mile programmiert worden ist, sensationelle App, ne? Die muss man sich angucken. Was ist denn Iki? Sorry für die Unterbrechung. Iki ist eine Supermarktkette von Rewe, ein kleiner Player. Und die sitzen eine baltische Supermarktkette und die sitzen, sie sind sehr, sehr getrieben, was Technologie angeht. Ja.
und sehr, sehr getrieben, was Weiterentwicklung angeht. Und dort haben wir auch ein kleines Startup, was dort auch programmiert und auch diese App entwickelt hat, die heißt Last Mile. Und diese App ist tatsächlich so stark, dass man dort das Picking im Store machen kann. Ja, so du bestellst, jemand läuft durch den Store, pickt für dich. Was mir so besonders gut dran gefällt, ist, wenn irgendein Produkt nicht verfügbar sein sollte oder irgendwie nicht gut da geht, kann der Picker quasi real-time sagen, schau mal, das ist nicht da, ich kann dir aber das anbieten und du kannst real-time aussuchen, ja, okay, da machst du das oder machst du das. Dann kannst du das eigentlich, wird das dann am Store würde jetzt am Fahrer übergeben würden und der Fahrer würde das fahren, aber was wir dort getestet haben oder was die Kollegen dort getestet haben, ist, das ist dann mit einem autonomen Fahrzeug tatsächlich ausgeliefert worden ist. Und das ist etwas, wenn man das sieht, das ist schon spannend. Da kann man so ein bisschen dran fühlen, wie das funktioniert, ja, und wie das funktionieren könnte. Ist aber noch ein sehr, sehr weiter Weg. Ja, aber das ist etwas, was sehr, sehr spannend ist und was wir uns immer wieder auch angucken müssen. In Hamburg haben wir das mit dem Lieferbot einmal getestet. Und das hat auch gut funktioniert. Da gibt es aber noch große, große Hürden. Ja? Auf der einen Seite in der Technologie, auf der anderen Seite aber auch in den Genehmigungsverfahren hier in Deutschland. So dass das nach wie vor ein sehr spannendes Thema bleibt. Aber ich glaube, das ist etwas, wenn wir da die Nuss geknackt bekommen, das könnte auch spannend werden. Ja, es geht vor allen Dingen darum, dass man sich frühzeitig damit beschäftigt, ne? Also, dass man sozusagen dann soweit ist, wenn die Regulatorik es dann auch irgendwann ermöglicht und die Adoption dann auch hoffentlich da ist bei den Verbraucherinnen. Aber vielen, vielen Dank, lieber Clemens, für diese spannenden Einblicke. Ich finde, das war ein ganz wichtiges Puzzlestück, was uns bei Kassenzone noch gefehlt hat im Bereich Lebensmittel online. Und ich danke dir sehr herzlich für die spannenden Einblicke und die schönen Anekdoten. Sehr gerne. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Und das war schon wieder eine Folge Kassenzone mit Caro. Ich bedanke mich sehr für euer Zuhören. Die Folge wurde wie immer produziert mit der lieben Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen bei eTribes. Und die Weinempfehlung von Clemens lautete übrigens Kruger Rumpf. Ein Grauburgunder, den ich gerne probieren würde und ich würde mich auch über euer Feedback freuen. Feedback, Gastvorschläge könnt ihr mir wie immer an caro@kassenzone.de schicken oder auf unserem Blog vorbeischauen. Dort gibt es eTribes Insights und Whitepaper rund um das Thema E-Commerce. Ich freue mich sehr doll auf die nächste Folge mit euch und bis dahin liebe Grüße und ciao, ciao.